So, ich denke mal, es wird wieder Zeit, ein Video zu machen über meine eigene Meinung. Kam ja lange nichts. Und ich habe jetzt seit Freitagnachmittag, habe ich Urlaub. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe die albanische Asylantengrippe und ja, ich denke mal, morgen, übermorgen ist es vorbei. Und da bin ich jetzt aufgewacht wieder. Jetzt haben wir es 1.19 Uhr. Und mir gingen so viele Sachen in letzter Zeit, letzten Monat durch den Kopf. Ja, und ich dachte, jetzt machst du mal wieder ein Video. Ist nicht besonders, aber ich lasse mal so meine Meinung wieder los und habe mir da mal einen Spickzettel gemacht und einiges aufgeschrieben. Ich will es nicht zu lang machen, aber zumindest das, was mir so durch den Kopf geht und was viele Leute auch so denken, wenn man so auf Veranstaltungen ist, mit den Leuten mal redet, haben genau dieselbe Meinung. Und da wollte ich einfach mal wieder was machen in der Richtung. Ja, morgen eventuell oder übermorgen fahre ich mal weg. Gibt es wieder ein Modellbahnvideo, aber erstmal das. Und ich hoffe ja, dass ich dann endlich mal einschlafen kann. Also es ist schon belastend. Man hat Urlaub und fühlt sich beschissen. Aber ich denke mal, das ist das Ganze drumherum, was ja so auf der Welt passiert. Nicht bloß der Krieg. Das ist auch ja, unsere nette Regierung, wo das ganze Chaos ausgebrochen ist. Und so weiter und so weiter. Gut, machen wir los. Also, ich habe nochmal aufgeschrieben, was wäre, wenn, Doppelpunkt. Und dahinter natürlich Asylantengrippe, wie ich sie jetzt habe. So, fangen wir mal an. Was wäre, wenn wir zum Beispiel aus der EU austreten würden, wie die Engländer? Erstmal hätten wir keine Vorschriften mehr. Wenn die irgendwas sagen, müssen wir es ja machen. So kennt ihr ja. Damals ging es ja los mit den Glühlampen, wurden abgeschafft, mussten LEDs und Sparlampen ran. Und da hat er festgestellt, Sparlampen hochgiftig, glaube ich, wegen Quecksilber und so eine Sache. Da kamen die LEDs, finde ich in Ordnung. Habe ich auch einige da. Bei mir in der Bude ist ja Paletti. So. Dann, ist ja das Problem, EU schreibt ja vor, jetzt wir sehen ja das sogenannte reiche Deutschland mittlerweile nicht mehr, aber wir waren es mal, spendet mal dort, spendet mal da, Griechenland, Türkei, jetzt wahrscheinlich jetzt Russland rüber in den Krieg und ja, irgendwann muss es mal ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass wir ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans, wir wissen nicht mal, wie wir unsere Rechnung bezahlen sollen, die alten Leute, wenn ich einkaufen gehe und ich gucke mal die mal an, also trauriger geht's gar nicht mehr. Die gucken sich das an, gucken auf den Preis, legen es wieder hin und ja, das war's dann. Da möchte man als arbeitender Mensch, möchte man den Leuten gerne mal helfen, aber man kann nicht jedem helfen. Ich finde es sehr, sehr traurig, was hier abgeht. So, was haben wir noch? Dann EU raus, hatte ich schon gesagt. Und wenn wir aus der EU raus sind, würde ich sofort die Grenzen komplett dicht machen. Nicht bloß ein bisschen dicht machen, komplett dicht machen. Und dann auch die Wälder, also wie wir es damals hatten, in den alten Zeiten, sage ich mal, komplett zumachen, fertig. Und wer an der Grenze steht und will zu uns in das Land rein, muss einen Ausweis mitbringen, muss nachweisen können, dass er da auch derjenige ist und so weiter, kennt das ja alles. Also Identitätsnachweis. Ich darf mich wieder nicht so aufregen, sonst fange ich nochmal an zu schwitzen. Also so eine Sache würde ich schon machen. So, und dann ist ja das Problem, wenn die Grenzen dicht sind, gibt es ja diese Mega-LKW-Staus immer. Und da hätte ich auch eine Idee, wenn das Geld ist ja da, man schmeißt bloß an der falschen Ecke raus. Also da würde ich eventuell, also ich habe mir so eine Gedanken drüber gemacht, es gibt ja diese LKW-Röntgengeräte und da gibt es da bestimmt auf der Welt irgendwo so mega Hightech, die man dort hinstellen kann, wo der LKW bloß kurz durchfährt, zack, wird geröntgt und fertig ist. So, wir können zum Mond fliegen, wir können zum Mars fliegen, wir können, was weiß ich, alles im Weltraum machen und sind nicht mehr in der Lage, die einfachsten Sachen hinzukriegen. Beim Corona damals war ja dasselbe. So, jetzt haben wir uns wieder aufgeregt, wieder runtergegangen. So, was haben wir als nächstes noch stehen? Ach ja, das ist auch ganz wichtig. Dann würde ich abschaffen, oder ich sage mal so, was wäre, wenn die Rentner diese Steuerabgabe, die es da gibt hier, diese, wenn man auf die Rente, wird ja nochmal versteuert. Ich kenne es von meiner Mutter und das ist ja nicht gerade wenig, wenn man dann einen bestimmten Betrag erreicht hat, rentenmäßig, und da wird ja richtig zugeschlagen. Was wäre, wenn man den Rentnern wirklich ihre Rente gibt, die sie auch verdienen? Jetzt die faulen Säcke, es gibt ja auch, ja, die Rentner jetzt oder die alten Leute, auch, ich bin ja auch schon, ich sag mal schon angehender Rentner, ich tue mich schon psychisch darauf vorbereitet, aber ich sag mal die Rentner noch und dann meine Generation noch und eventuell, ja eigentlich nicht mehr, also meine Generation noch, die aussterbenden Leute. So. Und was wäre, wenn man den Leuten wirklich das geben würde für das, was sie auch geleistet haben? Das wäre schön. Da würden sich auch die Rentner freuen und können sich auch mal eine heiße Badewanne mehr leisten, mal ein Brötchen mehr kaufen, ja, und sich auch mal ein Eis gönnen und so eine Sachen alles. Ja.
Wäre schon nicht schlecht. So, nächster Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe. Was wäre, wenn plötzlich unsere Regierung, ja, die bricht ja jetzt schon zusammen, plötzlich von einem Tag auf den anderen, also dieses Jahr würde ich mir da wünschen, komplett zusammengebrochen ist. Und dann, man liest ja viel über die AfD mittlerweile und ich finde das, ich lese gerade hier, ich denke mal, Alice heißt Alice Weidel und da gucke ich mir auch viele von ihr an, Videos und auch ihre Reden. Ich finde das super, was die Frau so erzählt, aber man kennt das ja, wir haben uns über 30 Jahre jetzt verarschen lassen. Es wurde immer nur geredet und geredet und meine Meinung ist, man muss erst mal sehen, was wird und ich würde es gut finden, wenn es mal eine andere Partei, egal ob sie jetzt Biertrinkerpartei heißt oder Häkelnadelpartei oder jetzt AfD oder sonst irgendwas, wenn die Partei, die das sagt, was es sagt und dann auch macht, ja, muss ja nicht 100%, kriegt das eh keiner hin. Wie soll ich sagen, das Land ist ja mittlerweile so versaut und so am Boden, ja, da kann man im ersten Moment erstmal nichts retten. Aber wir haben ja alle 4 Jahre, glaube ich, muss ich jetzt erstmal überlegen, ich weiß das gar nicht mehr, vor lauter Aufregen. Ich glaube, alle 4 Jahre sind ja die Wahlen, die großen, wo man ihr das Kreuz machen kann. Und ich sage mal, 4 Jahre überstehen wir und wenn nach den 4 Jahren nichts passiert ist, ja, kann man immer noch CDU, SPD, die komischen Grünen wählen, ja, und so weiter und so weiter, wenn man es mag. Aber ich bin mittlerweile auch so drauf, wenn ich die AfD-Zahlen sehe und ich habe damals schon vor vielen Jahren, wo die AfD, wo das so langsam losging mit der AfD, wo sie als rechts eingestuft wurden und bla bla bla, bloß weil sie jetzt mal wirklich eine Meinung haben und die Leute stehen jetzt auch dahinter. Und das ist gut, das finde ich gut. Ich mache jetzt keine Reklame oder keine Werbung für irgendeine Partei, aber ich finde das gut, was mittlerweile hier so abgeht, dass mal unsere Regierung, die ganze Scheiße gebaut hat seit Jahren schon, seitdem Schröder, würde ich sagen, seitdem Schröder ist das, ist meine Meinung jetzt, ja, ging das so langsam bergab. Und den Rest geben jetzt ja, die Politiker, die zurzeit das ganze Chaos verursachen. So, dann haben wir den Punkt auch abgearbeitet. Ach, hier habe ich auch noch was. Ja, mit dem Asylanten, das habe ich letztens vor uns schon gesagt, Grenze zur EU raus und die Asylanten und wer ohne Papiere eben reinkommt, sich nicht da ausweisen kann oder wo man nicht weiß, wo er genau herkommt. Das ist das Problem immer, ich habe nichts gegen Hilfe, ich habe nichts gegen Asylanten oder wenn irgendwo Krieg ist oder irgendwie Hochwasser ist und man hilft jemandem, habe ich nichts dagegen. Aber mittlerweile, wenn ich mir so angucke in meiner Stadt, ich gehe einkaufen, was da für junge Männer rumrennen. So, ich sag mal, paar 20, paar 30. Ich habe noch keinen alten Opa dort rumrennen sehen, ne, der aus dem Kriegsgebiet kommt. Alles junge Männer. Und teilweise dann die Frauen, die machen dann Kinderchen, weil ich glaube, wenn man dann viele Kinderchen hat, darf man ja auch hier bleiben und so weiter. Gibt ja, ich sehe da auch niemand durch. Ja, das ist das blanke Chaos. Mich regt es bloß immer auf, dass unsere Regierung denen alles in den Arsch schiebt. Und wir als eigenes Volk, als deutsches eigenes Volk, ich meine jetzt nicht die Originaldeutschen. Ja. Es gibt ja auch Ausländer, die leben schon lange in Deutschland, habe ich auch nichts dagegen. Ja. Die sind ja aufgewachsen und bla bla, ist alles in Ordnung. Aber die so tun, als würden sie gerne deutsch werden. Ja. Oder die einen Ausweis kriegen, Papier kriegen, wo keiner weiß, wo sie herkommen. Ja. Und dann brauchen wir uns dann nicht wundern, wenn hier Mord und Totschlag in Deutschland passiert und abgeht. Ich habe vor uns schon wieder eine Nachricht, ich kann ja mal kurz gucken, wo das hier stand. Messerangriff bei Hochzeit in Köln, 3 Schwerverletzte. Und da war ja jetzt vor kurzem auch wieder was gewesen, wo irgendeiner irgendwelche Leute erschossen hat. Aber das war dann so wahrscheinlich die Clan-Sachen, wo sie untereinander wegen Drogen und sowas, sollen sie machen. Aber die Polizei und der Staat hat da keine Macht mehr und keinen Durchblick mehr, was hier überhaupt in dem Land noch passiert. Das sind so Sachen, was mich dann wirklich innerlich aufregt und wo ich mich auch aufrege. Und dann rast mein Herz los und naja, ist nicht gut für mich, ich weiß. Aber es ist nun mal so, da muss ich immer ein bisschen runterkommen. Aber ich wollte das Video heute mal machen. Und euch mal so die Sachen erzählen, was den Leuten so durch den Kopf geht, was mir so durch den Kopf geht. Das ist ja auch wichtig, dass man das mal los wird. So, was haben wir noch? Ja, dann habe ich hier noch einen Punkt. Zum Beispiel an der falschen Ecke sparen. Ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren so. Also ich habe es gemerkt durch mein Basteln und durch viele Sachen, was ich so in der Hand habe, dass die Qualität von vielen Artikeln, ob das jetzt Elektronik ist, ob das jetzt Lebensmittel ist und sowas, sehr nachgelassen hat. Die Preise sind gestiegen wie Sau. Aber die Qualität ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, eingespart worden. Und mein Eindruck ist, wenn man jetzt so, ich merke es teilweise bei Süßigkeiten, ich esse ja gerne mal Schokolade und sowas, bei Süßigkeiten, dass erstmal nichts drin ist, die Preise doppelt so hoch. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, dass nicht mehr das drin ist, was eigentlich drin sein soll. Dass da so, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich vermute das mal, weil einige
erzählen ja viel im Internet und man sieht ja auch einige Videos, dass da so ein bisschen Chemie noch drunter geschoben wird und dies und das, Geschmacksstoffe, und ist das seit Jahren schon so. Und das kann auch nicht gesund sein auf Jahre. Wenn jetzt die Jugend oder als Kleinkind, wenn man mit sowas aufwächst, ich denke mal, der Körper wächst ja ran und das Immunsystem und das Ganze drumherum. Und das ist nicht gesund, finde ich. Ne? Wenn man als Kleinkind sowas hat. Bei mir, ja, da kann man eh nichts mehr ändern. Das ist einfach so. Versaut ist versaut. Aber wir sind, glaube ich, noch in meiner Zeit, da war die Milch nach Milch, die Butter war nach Butter. Da war nicht so viel Chemie drin. Wir hatten vielleicht auch so Produkte, wo ein bisschen beigemischt wurde. Aber die Grundnahrungsmittel, die waren in Ordnung. So, dann habe ich noch einen Punkt. Was wäre, wenn die Preise mal wieder normal sein würden? Das sind für mich, man geht ja einkaufen. Ich habe heute ist ja Sonnabend, gestern war Freitag, mit meiner Mutter gehe ich jetzt öfters mal einkaufen. Erstmal, dass sie nicht so schwer hebt, weil seitdem sie die Spritzen hat, da hat sie irgendwie Probleme mit dem Atmen, mit dem Treppensteigen und sowas. Also habe ich den Eindruck, dass die Spritzen meine Mutter, also zwei hat sie sich geben lassen, zum Glück nur zwei, sich beschwatzen lassen. Ich möchte jetzt nicht sagen, von wem und bla bla bla. Hat keinen zu interessieren, aber zumindest habe ich so einen Eindruck, dass es ihr schlechter geht. Und das kann ihr am Alter liegen. Vorher war sie topfit alles und plötzlich ja, kommt das. So, also zumindest, wenn die Preise wieder normal wären, man kann es ja machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, die Lebensmittelindustrie, das ist ja nicht so, dass da hinten beim Brötchen machen ein Bäcker steht, rührt den Brei mit der Hand jetzt ein, schmeißt ihn auf die Maschine drauf und hinten kommen dann die Brötchen raus. Das ist ja alles maschinell, wirklich alles maschinell gemacht. Und man sieht ja im Fernsehen manchmal so Berichte, wie das in der Lebensmittelindustrie aussieht, da kommt die Pampe hinten rein und vorne kommt es fertig raus. So. Und das geht ja ratzbatz. Das ist ja nicht bloß ein Brötchen, das ist ja nicht bloß eine Pizza oder ein Stück Butter. Das ist ja wirklich tausende von Zeugs, was da durchgeballert wird. Und da kann ja keiner erzählen, dass das angeblich alles ja, an den Preisen liegt. Strom zu teuer, das zu teuer, das zu teuer, das zu teuer. Dass die großen Firmen Strom, Gas, Wasser, also eine große Firma, wenn sie diverse Sachen brauchen an sowas, dass sie das günstiger bekommen, wie ich als kleiner ja, Normalverbraucher. Ich bezahle jetzt, ich weiß gar nicht, was ich bezahle für Kilowatt. Ich sag mal 40 Pfennig fürs Kilowatt oder 50 sogar schon, keine Ahnung. Ja, und die Firma, die große Firma, vielleicht die Hälfte bloß. Und dann jammern sie noch rum. Jahrelang haben sich ja alle die Taschen vollgestopft, wenn mal die Kacke am Dampfen müssen, wenn sie mal ein bisschen sparen müssen oder sich mal ein bisschen zurückhalten müssen in diversen Sachen. Die verdienen ja trotzdem noch Haufen Geld. Ja. Ich verstehe das nicht. Aber ist nun mal so, ich lasse zumindest die Sachen, die mir zu teuer sind, ich kaufe wirklich bloß das Nötigste vom Nötigsten und ich komme mir manchmal vor, als würde ich nur noch Diät machen. Aber das ist nun mal so. Und wenn es irgendwo was günstig gibt oder ich sehe mal Tafel Schokolade oder was ich gerne mal so futter, ist mal wieder der Preis, wo ich denke, okay, jetzt kann man einpacken, dann packe ich es auch mal ein. Aber ich ramsche jetzt nicht, dass der Korb überquillt und packe jetzt, 100 Tafeln Schokolade ein, lager die im Keller ein und freue mich, ich hab's jetzt. Ja, so bescheuert bin ich auch nicht. So, das hätten wir auch. Ach so, und was ganz wichtig ist, der letzte Punkt, was ich noch aufgeschrieben habe, das ist, was wäre, wenn die Menschen in Deutschland, also im eigenen Land, wieder mal freundlicher, netter, hilfsbereiter wären. Ja, das wäre doch was. Ich merk's mittlerweile, wenn ich so Auto fahre, früh auf Arbeit zum Beispiel, ich reg mich ja manchmal über diverse Autofahrer auf, wenn sie so lang schleichen ja, und nicht vorwärts kommen. Aber manchmal bin ich genauso. Ich habe da die Ruhe weg und fahre dann eben Bus vor lauter Frust, weil der Spritpreis so teuer ist. Fahre ich wirklich, weil ich zu viel ja, innerlich angestaut habe, weil mich das dann so aufregt, fahre ich dann wirklich so 45, so provokatorisch, sage ich mal, in der Stadt schön vorsichtig. Und wenn mir hinter mir einer sich aufregt, man sieht es ja durch den Spiegel oder wenn er hupt und sowas, sage ich, du kannst mich mal gern haben. Ja, und dann ja, habe ich die Ruhe weg. Aber das wäre mal was. Man merkt es ja auch mittlerweile, wenn jetzt irgendwo ein Unfall passiert oder irgendjemand wird zusammengeschlagen oder irgendwas Schlimmes passiert, jemand wird oder eine alte Omi wird die Handtasche geklaut. Was passiert zuallererst mit der Jugend und sowas oder allgemein? Oder sage ich mal, die Jugendlichen vorwiegend. Die älteren Leute, die können ja eh nichts machen, weil sie nicht mehr rauchen können. Vor lauter Frust und vor lauter Gesundheit. Aber die Jugend, was macht die? Zückt zuerst ihr Handy, aufnehmen. Für YouTube, Facebook, wie das alles heißt. Ne? Und anstatt zu helfen, ne, das hat ja mittlerweile auch nachgelassen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich die Leute auch, weil man ja nicht weiß, wenn man irgend so eine Asylanten auf irgendwelche Leute losgeht oder ich sag mal, deutsche, wie sagt man dazu? Nicht Assis,
ich nenne sie mal so Drogenabhängige oder Alkoholabhängige, die so ein bisschen am Boden sind, die Geld brauchen und dann klauen gehen. Ne? Gibt es ja auch. Und da weiß man ja nicht, haben sie ein Messer einstecken, eine Pistole einstecken, man kriegt heutzutage alles. Ne? Und will man helfen, hat man dann so ein Ding im Bauch. Das ist, ja, das kann man sehen, wie man möchte. Ich habe mittlerweile, also ich sage mal von mir, ich habe mittlerweile so einen Frust in mir drinne, wenn ich draußen auf der Straße beim Einkaufen irgendwelche so eine Asylanten sehe, ich könnte explodieren. Wirklich, so weit ist es schon bei mir. Ja? Ich bin jetzt nicht rechts oder links oder sonst irgendwas, aber der Hass ist irgendwie in mir drinne. Und das ist seit ein paar Jahren erst so nach und nach gekommen. Wo die ersten damals kamen, hat man gesagt, okay, die kann man noch ein bisschen helfen. Aber jetzt mittlerweile ärgert mich das erstmal, weil unsere Regierung oben den alles in den Hintern steckt. Ja? Die nutzen es aus, würde ich vielleicht genauso machen. Und dann, das Freche ist ja noch, wird noch rumgeschimpft, ja? Wenn die Möbel nicht richtig passen oder wenn das nicht richtig ist und das nicht richtig ist. Und ich weiß nicht, also wenn ich was zu sagen hätte, ich hätte sobald einer rummeckert, hätte ich gesagt, ab ins Flugzeug und fertig, weg. Ja, hätte man wieder ein paar weniger und würden wieder Geld sparen. Und das könnte man den Rentnern und den Sachen dann geben, was hier mal nötig wäre zu renovieren oder nötig wäre mal an bestimmten Stellen auszugeben, wo sich dann die Leute auch freuen. Auch mit dem Weihnachtsmarkt. Ich habe jetzt einen Kumpel mal gefragt, ob bei uns im Einkaufszentrum Weihnachtsmarkt, so, da bauen die ja immer im Weihnachten immer ein bisschen was auf, so eine Krippe mit, also vor 2 Jahren war das 2020, da habe ich noch ein Video drin, das könnt ihr euch mal angucken, schon ein bisschen älter. Und da habe ich auch ein bisschen was gefilmt. Und das war richtig schön. Und jetzt meinte der Kumpel, der ist bloß noch ja, so abgespeckt, also Weihnachtsmann auf Öko. Ja. Und das kann man den Leuten nicht antun, zumindest den kleinen Kindern nicht. Und ich verstehe das nicht, so ein bisschen Krippe aufbauen und ein bisschen Zeug dorthin stellen. Ich sage mal, das wird nicht mehr wie 5.000 kosten. Ne? Und wenn sie jedem Asylanten mal einen Fünfer wegnehmen würden, 5 Mark, das tut einem Asylanten nicht weh. So, dann könnte man das alles bezahlen. Statt. Ne? Das ist traurig sowas. Sehr traurig. Na gut, so, was haben wir noch? Nö, das war's eigentlich für heute. So, und wenn ich das fertig habe, habe ich mich wieder so aufgeregt, bin ich wieder gesund, weil ich so geschwitzt habe. Und ja, Grippe vorbei. Dann geht das wieder gut. So, ihr Lieben, das war's dann wieder. Jetzt muss ich mir bloß mal was einfallen lassen, wie ich das Video gestalte. Wie ich das dann ja, fertig mache. Muss mal sehen, denn bloß das Gelaber, das ist nie. Muss ich mal sehen, vielleicht finde ich auch ein paar schöne Bilderchen, die ich als Hintergrund noch mit reinmachen kann. Damit das nicht so langweilig wirkt. Aber ihr könnt es euch mal anhören oder mal reinziehen, wie immer, mit meiner Meinung. Und das ist jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten abgeschrieben oder sonst irgendwas. Das ist wirklich meine eigene Meinung und die Meinung vieler Leute, wie viele drüber denken. Ja, ich merke das bloß, wenn ich jetzt eben viel unterwegs bin und rede ab und zu mal über so eine Sachen eben. Ja, sollte man eigentlich nicht machen, damit man sich eben nicht so aufregt. Aber es muss einfach mal sein, damit sich mal wirklich was in dem Land wieder ändert. Denn so kann es nicht weitergehen. Das ist unter aller Sau. Das ist keine Politik mehr, das ist keine Regierung mehr. Das ist schlimmer wie damals, ich sag mal, in DDR-Zeiten. Damals schon aufgeregt über Stasi, über Berlin, über Erich Honecker und sonst irgendwas. Aber wenn ich das jetzt angucke und die Politiker reden höre, ja, so eine große Kotzschüssel habe ich gar nicht. Also das ist nicht mal normal. Und die ganze Welt lacht über uns. Man traut sich ja gar nicht mehr, als Ausland zu fahren. Man wird dann, also ich denke mal, schief angeguckt und ausgelacht. Mehr macht man da nicht mehr. Weil man kann uns ja nicht mehr für voll nehmen. Und ich möchte wieder, dass das Land dem eigenen Volk gehört und das eigene Volk mal wieder ein bisschen mitbestimmen kann, wie in anderen Ländern. Da gibt es Volksentscheide. Das Geld ist dann so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen besser angelegt, wie das, was sie hier überall machen. Das wird dann wirklich jetzt in den letzten Jahren rausgeschmissen, was das Zeug hier gibt. Und jetzt sind wir chronisch pleite, oder zumindest erzählen sie uns das. Ich glaube, denen da oben überhaupt nicht mehr, auch was in Nachrichten kommt, ich glaube niemand mehr was. Ich glaube nur noch mir, der Familie und den guten Kumpels, oder die Leute, die man so kennt. Ja. Ansonsten, ich weiß, es wird doch nur noch gelogen, was das Zeug hier gibt. Das ist schlimm. So, jetzt höre ich aber wirklich auf, sonst finde ich wieder kein Ende und reg mich wieder so doll auf, dass ich noch vom Hocker falle. So, Lieben, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und wer Urlaub hat, schöne Urlaubstage und natürlich schöne Feiertage. Regt euch nicht so auf wie ich. Ja, genießt das Leben, setzt euch mit der Familie zusammen, holt mal ein bisschen tief Luft und kommt einfach mal ein bisschen runter. Ich mache es ja genauso. Ich fahre dann zu meiner Mutter Weihnachten. Silvester bin ich auch bei meiner Mutter.
Da trinken wir ein bisschen was, quatschen ein bisschen was über die alten Zeiten, über die guten alten Zeiten, nicht über den Scheiß hier. Und ja, gucken vielleicht ein bisschen Fernsehen. Mal gucken, was diesmal für ein Müll kommt. Ansonsten machen wir Außenradio an und ja, gucken mal, was nächstes Jahr wieder passiert. So, wünsche ich euch noch was. Macht's gut.